Wir werden den also ganz brauchen. Wer bist denn du? Da schon her. Der Falk. Harley wird sich ab jetzt um meinen abgestürzten Gleiter kümmern. In der Tat. Wenn das Ding einmal richtig läuft, wird es uns noch nützlich sein. Hoffentlich wird es nicht von gierigen Geiern entdeckt, bevor es richtig einsatzfähig ist. Ich schätze, damit hast du dem alten Harley einen großen Gefallen getan. Gut, du hast wirklich alle durch deine Taten überzeugt. Ich hatte keine Zweifel, dass dir das gelingen würde. Dann kommen wir nun zu dem Teil der Abmachung, der in meinem Verantwortungsbereich liegt. Vom heutigen Tage an wirst du den Menschen dieser Siedlung ein leuchtendes Vorbild sein. Du hast bewiesen, dass es dein Bestreben ist, den freien Menschen von Magalan zu einer glorreichen Zukunft zu verhelfen. Ich danke nun ab und übertrage das Kommando des Lagers der Mitte auf dich, Jax. Führe uns in eine sichere Zukunft, in der freier Handel und Frieden wieder möglich sind. Wir werden sehen. Es lebe die Macht der Mitte. Elex, sagst du? Tja, wenn die Klinge stumpf ist. Wenn nur die Alps nicht wären. Okay. Wieso hat er das getan? Tja, mal ein bisschen ein Päuschen. Bei dem ganzen Mist vergisst man immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist. Okay, jetzt gehört das Lager also mir. Okay, das gehört mir. Dann schauen wir noch kurz da her. Kochen. Okay. So. Bis spät. Gut. Wir wollen jetzt genau geradeaus. Immer schön den Fluss entlang. So. Das war knapp. Das war knapp.
und Sammeln jetzt. Die Richtung stimmt. Manchmal kann man sich nicht entscheiden, was er tun soll. Passiert einfach nichts, wenn ich klicke. Banditenlager. Nicht gut. Gar nicht gut. Du sagst es. Du sagst es. Das machst du nicht mehr schaffen. Gut, die sind zu viel und stark. Das brauchen wir gar nicht probieren. Schauen wir mal, was der zu berichten hat. Wähle deinen nächsten Schritt mit Bedacht. Da komme ich auf jeden Fall auf. Bis zum Ende von der Straße und dann links. Da aufgekommen. Na gut, gehen wir sofort. Steht da mal Gebäude.
vorher. Ja. Von mir aus kannst du hier verrotten. Okay, und ich kann das Schwert jetzt nicht nehmen und mach mich nicht fertig. Bericht Erols Notiz. Memo, offizieller Bericht, da. Sehr heroisch, von einer Starkugel erschlagen zu werden. Aber warum kann ich das Schwert nicht nehmen? Fuck. Scheiße, ist das kalt! Ja, aber hier lässt es sich wenigstens aushalten. Statt zu quatschen, sollten wir uns lieber fragen, was wir mit dem Zeug hier anstellen. Was ist das überhaupt? Sieht aus wie eine alte Rad. Wo kommst du denn her? Müssen die Mülltonnen wieder ausgeleert werden? Dass es keine Küche ist, war mir auch klar. Keine Zeit. Ich muss die Anlage reparieren. Dann. Hallo, hallo. Und jetzt verpiss dich. Gar nicht mal so blöd, die Idee. Immerhin wissen wir, dass er noch nicht den Alps in die Hände gefallen ist. Ah, schau. Ja, wer hieß denn da? Okay, wer kennt sich mit der Anlage aus? Das bin dann wohl ich. Gut, du kümmerst dich um das Ding und wir planen die erste Sendung. Wenn das mal gut geht. Klar doch, aber jetzt lasst uns erstmal was essen. Mein Magen macht schlapp. Was gibt es denn? Und was sonst? Okay, immerhin, finde die Audiologs der Bohnen. Audiologs der Bohnen. Oh. Was mich mehr stört, ist, dass ich das Schwert nicht nehmen kann. Das ist geil. Mit der Notiz auf sich haben. Wobei, da ist noch gestanden, ich komme wieder. Kartenstück. Da ist einmal genau nichts, das heißt, ich muss da Teleporter finden in der Gegend. Look!
Oh Mann. Fuck. Das war wohl nichts. Zu einfach. Gruselig. Tja! Bei den Hümpfer glänzt Nickerchen. Gottes Willen. Zu einfach. Gar nicht, das war viel schwer. Scherz. Okay, da ist nichts drin. Da ist auch nichts. Und nur weniger. Oh je. Bleib hinter mir! Zumindest scheint es jetzt von der Ausdauer her besser funktionieren als vorher.
Fuck. Na, nicht schon wieder so gut.